Jo, heute haben wir einen ganz besonderen Film für euch. Den wahrscheinlich auch keine Sau kennt. Kaum jemand. Aber man kann ihn online gucken, deswegen ist das eure Gelegenheit. Verlinken wir euch natürlich. Es handelt sich nämlich um einen asiatischen Film namens Battlefield Baseball. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Film mal damals gekommen bin. Ich habe ihn mit einem meiner besten Kollegen geguckt. Und wir haben einfach. Der ist so abstrus einfach. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Film noch nicht, also ich lasse mich überraschen. Ich habe schon, der ist Teil einer 6-Filme Eastern Edition und ich habe schon Six Gibt es aber Films. auch noch in anderen Ja, Editions. also verlinken wir euch einfach mal unten. Es gibt 1000 Versionen, die man alle für 1 € oder 2 bei Amazon oder Rebuy kaufen kann. Und es lohnt sich, finde ich. Ich habe schon aus dieser Box Six String Samurai gesehen und der ist wirklich großartig auf seine gewisse Art und Es sind halt Weise. Trash-Filme, ne? Es sind Trash-Filme. Und deswegen schauen wir jetzt Battlefield Baseball. Wir sind gerade im Hauptmenü und der Film startet direkt, wenn ich auf Enter drücke. Und du machst schon dein Bier auf. Entschuldigung, ja. Ich Nachzügler. Und wir starten jetzt mit diesem Film, indem ich auf Enter drücke. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Pause. Ah. Schöner Anfang. Also Szenen eines Baseball-Matches, das anscheinend ist Baseball in Japan nicht so populär. Ist ja eine Highschool-Mannschaft, ne? Ich glaube, in Japan ist Baseball sogar relativ Das kann populär. sein. Ich weiß es Populärer nicht. als hier, meine ich. Ich fand das bei der Xbox-Demonstration so krass, dass die fast nur EA-Titel gezeigt Naja. haben. Und mit diesen ganzen komischen Spielen, die halt hier keine Sau interessieren, wie Madden und. Er ist explodiert. Oh, ein bisschen lauter. Die prügeln sich gar nicht richtig. Und brechen sie. Was ist das? Sind das Nazis? Nein. Aber sie prügeln sich mit Stacheldrahtkeulen. Oh. Das ist sympathisch. Wo ist der Toast? Da ist der Toast. Wir essen gerade Toast mit Sour Cream und Tzatziki, das ist super. Ja, Juli wäre noch geiler. Aioli habe ich leider nicht mehr, aber Tzatziki tut's auch. Skin and Bones. Ich meine, die Dinger sehen einfach unecht aus, aber. Es ist asiatisch. Also, Das ist. warum sind asiatische Filme manchmal so gore-lastig? Ist das traditionell veranlagt? Weiß es nicht. Die haben einfach diese eigenen. Was ist das denn? Als Intro. Ah, der Schriftzug auf Japanisch kommt gerade aus einem Vulkan raus. Was war mein Traum? Nein, es war eine Erinnerung. Ah. Aber haben wohl alle japanischen Schuldirektoren ein Samurai-Schwert bei sich im Büro hängen? Ja, sie müssen sie am Passanten ausprobieren. Tsujigiri. Ein sehr schönes japanisches Vokabel, das neue Schwert. An Passanten ausprobieren. Zumindest wurde uns das mal gesagt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Es könnte auch Battle Royale sein, mal ganz ehrlich. Merkt ihr sein Gesicht? Du wirst es gleich nicht mehr erkennen. Der wird, glaube ich, irgendwie von 5000 Schauspielern gespielt, der Charakter. Wieso das denn? Was ist können? Ich glaube, eigentlich ist das wie die Superkickers, nur in blutiger, oder? Schreien der Japaner. Und wieso klang der Baseball gerade wie eine Cruise Missile?
nicht mein Tag. Das sagst du mir fünfmal in der Woche. Wann ist denn mal wieder dein Tag? Was jetzt? Wo willst du hin? Kostümstand. Genau. Das ist auch irgendwie so eine typisch japanische Geste. Das zeigen die auch mal in Animes oder Mangas, wenn die. Gibt ja immer den Brillenträger, ja. TM. Wenn er sich so an die Brille fasst. Mhm. Cool as hell. Er ist der Überpro. Oder ein Geist. Nein, ein Ninja-Baseball-Spieler. Ein Ninja-Baseball-Spieler. Nein, also nicht wirklich ein Ninja, aber. Ja, schon fucking awesome. Hatten wir gerade schon ein Intro? Man kann nicht genug Intros haben. Und warum ist der Battlefield Stadium? Zwei Namen sind besser als einer? Hell yeah. Mit wem redet der Typ gerade? Ich glaube, das ist sicher auch möglich. Ja, faszinierenderweise ist die Soul Cream echt besser. Hm? Ah, er redet mit Schilden oder Bildern. In Japan ist immer alles für die Ehre, oder? Mhm. Klischee-mäßig zumindest. Ja. Ich meine, gut, dieser Film strotzt ja nur von irgendwelchen Klischee-Charakteren. Ja, das sind sowas wie Zombie-Baseball-Spieler. Zombie-Baseball-Spieler? Sag mir das doch vorher, dann hätte ich das viel besser verarbeiten können. Endlich gewinnen die Japaner mal. Hättet ihr nicht früher oder später gegen die sowieso spielen müssen? Ich glaube, der hat gehofft, dass sie nicht teilnehmen. Ja, finde dich am Boden. Ich glaube, so hält man im Baseball nicht. Schläger nicht. Es gibt im Übrigen ein großartiges Spiel. Das heißt. Warte mal, wie heißt das? Wii Sports. Naja. Heißt das nicht sogar Super Battlefield Batman oder so? Keine Ahnung. Batman im Sinne von böser Mann. Nein, mit T. Achso. Also auch nicht. Schlägermann. Genau. So ein Arcade-Spiel. Keine Ahnung, Arcade-Spiele sind nicht mein Fachgebiet. Schädel? Ja, das ist bei japanischen Schulen ganz normal. Achso, die Totenstätte. Mit Haut dran. Ja. Jede japanische Highschool hat einen Friedhof. Japaner haben auch so coole Frisuren. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich solche Frisuren haben. Ich glaube, das ist die Manga-Tradition. Die Frage ist ja, ob das daher kommt oder umgedreht. Hast du schon mal einen Typ mit so einem Goku-Frisur gesehen? Ist ja dann nur übertrieben. Ich meine, guck dir den Typen an. Dieser hübsche Mai hat mir die Zähne kürzer gemacht. So was trägt man heute nicht verdammt nochmal. Vielleicht kann ich das wieder gut machen. Oh, kein Problem. Du zahlst mir $1,000 als Entschädigung. Ach, eine Million. Ach, Scheiße.
Das ist skurril. Mhm. Gucken wir auch mal vernünftige Filme. Schluss jetzt! Ja. Du hängst doch auf dem Kopf. Wer ist das? Antonio Banderas? Du kannst deine 20 cm Harthole nicht richten. Bam. In your face. Er ist also der Überpro. Ne? Mhm. Der geilste Baseballspieler, Samurai, Ninja aller Zeiten. Einen Moment mal. Wieso stehen die auf dem Dach? Weil es cool ist, sie können. Und warum stehen sie jetzt nicht mehr auf dem Dach? Weil sie es können. Das macht keinen. Nee, doch, oder? Stehen sie doch auf dem Dach? Es ist Banco. Du bist also der neue talentierte Schüler. Schön, dass du hier mal wieder für ein bisschen Stimmung gesorgt hast. Oder was? Der andere gewechselt wird. Was, wer ist denn da rechts? Hat der Down-Syndrom? Oh, der Narbe ist cool. Jungs, dann wollen wir mal Showtime beginnen. Ja, es wird richtig spannend. Wie enthusiastisch er das sagt. Naja, ich weiß ja nicht, von euch wohl eher nicht. Er hat diesen intimidating Blick. Mhm. Nur irgendwie ist das ein bisschen uncool. Achso, er steht doch noch im Dach. Du bist nicht Tony, ja, du kannst das nicht. Das ist auch so ein Klischee-Charakter, oder? Ich hätte aber einen Kampf gerne gesehen. Das ist auch so typisch, einfach den Kampf nicht zeigen, sondern die Szene, die daneben stattfindet. Ja, besser als einen schlecht gemachten Kampf. Bei dem Film finde ich einen schlecht gemachten Kampf sogar lustiger. Weil diese komische Schule auch nächstes Jahr nicht wieder antreten wird. Das frage ich mich auch. Wozu immer diese Hysterie? Oh, diese Klischee-Japaner. Lächerlich! Lächerlich! Attacke! Dafür ist das Samurai-Schwert an der Wand da! Man springt auch aus dem Fenster. Hui! Er ist ein cooler Direktor. Ich stehe auf dem Dach mit verschränkten Armen und bin total cool. Er macht keinen Rückwärtssalto nach unten. Nee, aber der ist ungefähr 50 Meter gesprungen. Ja, aber das war billig ins Hintergrund gesetzt. Er ist einfach gefedert. Er hat übrigens gerade instant jemanden das Genick gebrochen. Einfach so. Alter, einen Namen, oh Gott. Baseball Jubai. Das ist eine von den Sportarten, die ich am meisten hasse. Und was außerdem, was ich am meisten hasse, habe ich schon gesagt, Baseball. Die Dialoge. Das sind Tarantino-Dialoge, das muss man dazu sagen. Ich mag den Film jetzt schon. Ja, Kinder, schaut euch den Kampf an, das ist gut, um zu lernen. Wo kommt doch immer der Stadionsprecher her? Ah, Direktor mit Katana auf Leichenfriedhof? Schön,
Schaut euch den Film an, es lohnt sich. Man kann da gerade einfach nichts zu sagen, weil es so absurd ist. Wo hat er die Keule her? Und warum ist Blut in dem Katana? Das ist, glaube ich, einfach nur so geschmiedet. Nee, das ist die Krawatte, die sich reflektiert. Ah, ich dachte schon. Kampf-Baseball? Das war ein 10 Meter Power Slide. Gefaktes Publikumgeräusch, wie bei Daniel der Zauberer. Ich glaube, das sollte man nicht nachmachen. Was, auf einen Menschen mit ausgestrecktem Baseballschläger zulaufen? Wo ist der Schläger? Der Direktor ist auf Drogen. Ist das cool. Ich glaube, seine Handgelenke sind nicht sonderlich gesund. Matrix for Runaways. Vor so einem Direktor hätte ich Angst, vor allem bei solchen gefakten Schlägen. Die sind nicht gefaked, er ist nur so schnell, dass die Luft vorne komprimiert wird und dass die Luft ihn schlägt. Of course. Er muss ihn nicht berühren. Aber er kann ihn ausziehen mit einem Schlag. Ja. Wo kommt der Husky her? Das war kein Husky, das war irgendein anderer Hund. Hauptsache er fliegt 20 Meter weit. Ja, betrunkener Japaner, lach ruhig. Coole Italo-Musik. Ein Zettel, auf dem nichts steht. Dramatisch zerreißen. Schlechter One-Liner. Herr Direktor, legen Sie erstmal den Katana weg, danach können wir weiterreden. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie, ich bin der Direktor der Seidu High School und gleichzeitig der Trainer des Baseballteams. Wir haben da gewisse Schwierigkeiten. Ach, Schwierigkeiten? Ja und? Was wollen Sie von mir? Ich habe auch Schwierigkeiten. Ich habe gesehen, die Bombe. So viel Talent. Alles, was man sich... Wie lange dauert der Film eigentlich? Weiß ich nicht. Was ich da hinten gesehen habe, ist wie ein schöner Traum. Es sind drei DVDs auf, drei Filme auf einer DVD. Na, dann kann es ja nicht so lange dauern. Ja. Ja, man kriegt drei Filme auf einen DVD oder die Hälfte von Ben Hur. Warum sagen Sie mir das? Sagen Sie das gefälligst Ihrem Team? Was hab ich mit dieser Sache zu tun? Das funktioniert nicht. Wir sind der Gedo heimlich gewachsen. Gedo Baseball? Was ist das? Gedo Baseball? Ist Baseball ohne Regeln und ohne irgendwelche Vorschriften? Gar keine Regel. Ich werde es nie vergessen, als wir gegen sie antreten mussten. Diese Leute hatten freie Bahn. Und wir,
Das sind keine Stadtbilder, die er sehr flüssig bewegt. Sehr cool. Wer kann sich auch vorstellen, dass Zombies und Frankensteins Monster mit Katanas Baseball spielt? Wie dramatisch sie das aussprechen. Also der Film ist jetzt schon unterhaltsamer als Daniel der Zauberer. Das ist nicht schwer. Dabei ist auch auf seine Art schlecht. Aber er weiß, dass er schlecht ist. Daniel der Zauberer wusste nicht, dass er schlecht ist. Man soll doch nicht schwören. Der ist Japaner. Für den zählt er nicht. Was? Wer bist du? Wer bist du? Los, sag deinen Namen! Na, dann rate mal. Baseball Assassin. Also wer? Na, sag schon. Das war der immer ein anderer Schauspieler ist. Ja. Er hat ein anderes Gesicht. Ich habe meine Meinung geändert und natürlich auch meine hässliche Visage. Das reicht als Erklärung. Großartig. Er hat einfach seine Meinung geändert, also auch sein Gesicht. Juhu! Ich fühle mich besser als zu irgendeiner Zeit. Was? Wie ist das gekommen? Als Junge habe ich Baseball geliebt, aber meine Schulter war ruiniert. Ich hatte hier immer Schmerzen, unerträgliche Schmerzen. Und da musste ich aufhören. Aber jetzt ist meine Schulter wieder gesund. Wer hat ihm den Anatomieplan gereicht? Er ist jetzt auch nett geworden. Tomaten sind übrigens sehr nahrhaft, glaube ich, wenn es keine Wassertomaten sind. Mal so nebenbei. Dramatisches Bild, er ist der Lonesome Rider. Sind Feuerwerk draußen? Klingt so. Merkwürdige Nachbarn. Fällt mir doch gerade einfach das Ghetto abgefackelt. Ja. Vielleicht ist der Mond ja auch einfach ins Ghetto geknallt. Der Mond schon war Eikel ins Ghetto. Guter Wortwitz. Vorzüglich. Vorzüglich, mein Guter, vorzüglich. Elementary. Da sind bisher zu wenig Menschen auf kreative Art umgekommen. Das Problem ist, ich habe bei diesen japanischen Filmen immer das Gefühl, dass jederzeit irgendein Kopf explodieren kann. Findest du nicht? Seitdem ich Tokyo Ghoul Police geguckt habe, habe ich einfach das Gefühl, jederzeit kann jedem irgendwas abfliegen. Sobald einfach nur eine Person im Bild ist, habe ich immer das Gefühl so, jetzt explodiert sein Kopf, jetzt explodiert sein Kopf. Das ist ziemlich krank. Ja, aber wenn man Tokyo Ghoul Police als ersten richtigen Asia-Film guckt, ne? Dann ist man ganz böse geprägt. Er kann einfach nicht Baseball spielen. Es geht nicht. Papier, oh. Ja, Mias, wie viel Mal guckst du den Film jetzt? Dritte Mal. Und Dark Star, willst du nicht nochmal gucken? Nö, erstmal nicht.
Es wird ein Musical. Ich find's auch schön, dass sie es einfach nacherzählen. Ja. Also, ihr müsst euch das vorstellen, es wird gerade der Hauptdarsteller singt gerade. Und es gibt einfach eine Erzählerstimme, die es nicht 1:1 übersetzt, sondern einfach so erzählt. Glauben wir zumindest, wir verstehen ja kein Japanisch. Außer Sunde. Das ist er übrigens als Kind. Er sieht genauso aus. Ja, nur er hat noch keine Narbe. Ach ja. Die Narbe hatte er wahrscheinlich auch seinem ersten großen Match. Sein Wurf ist einfach zu stark. Deswegen wollte keiner mehr mit ihm Baseball spielen. Och. Süß, ne? Er sitzt gerade auf einer zu kleinen Schaukel. Aber jetzt steht er dramatisch auf und läuft Richtung Kamera. Ich finde es auch geil, wie seine Sachen. Also. Auf der Rutsche? Singt auf der Rutsche. Hat er seinen Vater durchlöchert? Er hat seinen Vater mit einem Baseball durchlöchert. Der Vater des Jungen starb. Sein Wurf hatte ihn getötet. Ja. Trash. Ich mag ihn. Das ist wirklich guter Trash. Ja. Gucken wir auch mal Robo Geisha? Gerne. Mit blutenden Häusern. Oh, das Bild ist wieder normalfarbig. Ja. Was soll ich ihn sonst getötet haben, wenn nicht der Wurf? Ist die Synchro so schlecht oder die Schauspielerei? Sie ist anders. Ja, stimmt. Ich hätte niemals damit fertig werden können, meinen Vater durchlöchert zu haben. Ja, du möchtest wieder Leute durchlöchern. Das ist. Sei doch wenigstens ehrlich zu dir. Dein Vater hätte es auch so gewollt. Lass mein Vater aus dem Spiel. Was verstehst du schon davon? Ich bin genauso wie du. So wie ich. Meine Mutter. Sie lässt mich nicht spielen. Sie hasst Baseball. Sie würde mich umbringen, wenn sie mich erfüllt. Meine, jetzt kommt gleich der Twist. Schlag. Er setzt das Wort Baseball durch das Wort Frauen und das passt auch. Meine Mutter verbietet es mir, aber ich mache es trotzdem. Wenn er noch leben würde. Ja, deswegen erhält er. Wie war es so schön, er wurde von der Gegenwart in die Vergangenheit befördert. Mhm. Es kommen gerade applaudierende Menschen aus der Seite hinaus. Aus der Seite raus. Und das werden immer mehr. Aus dem Off kommen sie. Das ist Schwachsinn. Ja, natürlich ist das Schwachsinn. Aber es ist lustiger Schwachsinn. Das ist ja schön, es gibt schlechten Trash, der eigentlich gut sein möchte. Und es gibt guten Trash, der sich seiner Fehler bewusst ist und es deswegen lustiger macht.
Wieso reagieren die auf Baseball wie auf Handgranaten? Mutter mit aufblasbarem Hammer. Ja, die Mutter ist furchteinflößend. Das könnte meine Mutter sein. Das ist deine Mutter. Das war eine Ming-Vase. Wer ist der Erzähler überhaupt? Er klingt wie der Direktor, oder? Findest du? So ein bisschen. Ich liebe das, wenn irgendwelche Charaktere so von unten aus drauf aufplöppen. Der Hund ist süß. Mhm. Das ist schon zum Aufplöppen, ist lustig. Herr Direktor, was ist passiert? Das Spiel soll gleich anfangen. Und Zubai ist hier immer noch nicht eingetroffen. Ist ja merkwürdig. Was ist passiert? Sie konnten Zubai nicht. Ich weiß auch so kein Grund, das alles bewegt sich doch. Der Baum im Hintergrund bewegt sich und die Charaktere sind eingefroren. Das ist lustig. Zubai saß im Gefängnis. Haben die gerade irgendwie eine halbe Stunde Handlung ausgelassen? Warum ist der so manisch aggressiv? Warum lachen die alle? Keine Ahnung. Ah, gut. Ist noch eine Tomate da? Natürlich ist noch eine Tomate da. Tomaten sind ein ziemlich guter Snack bei Filmen. Wenn es nicht so laut wäre. Eine Tomate für dich. Dankeschön. Und die letzte Tomate für mich. Er spielt Baseball mit euch. Kommen jetzt vielleicht die Zombies? Nein, nein. Ich glaube noch nicht. Vom LKW erfasst. Sehr lustig. Ja. Die Zombies! Woo! Wusstest du, dass die Zombies aus Soylent Green bestehen? Kaputte Funkmikrofone gehören auch irgendwie so zum Steampunk dazu, oder? Aber die sind cool, die Charaktere, muss man einfach sagen. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Eddie von Frankenstein. Nein, wo bist du denn? Hat man dir nicht gesagt, dass du außerhalb des Stadions nicht töten darfst? Auch er darf außerhalb nicht töten. Beiß ihm das Ohr ab. Er hat ihm das Ohr abgebissen, juhu.
Sie befolgen ja schon gewisserweise Regeln. Nur im Stadion sind sie so. Ja. Das ist schon mal nett. So schlimm sind die Zombies gar nicht. Jetzt heul doch nicht so. Du blutest aus dem Mund, also viel schlimmer kann es eh nicht sein. Ach, komisch, dass nur ein Ohr aus dem Verband drauf guckt, oder? Hab ich ja, wie gesagt, nicht drauf geachtet. Der betrunkene Japaner ist sympathisch. Und ich finde japanische Chili da mal ein bisschen merkwürdig. Ja, zumindest diese. Schön, dass auch einfach keine Sau bei diesem Spiel zuguckt. Was soll die Zombie-Ink? Der Kontrast ist schön, oder? Die Zombie haben hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite die elitären Baseballspieler. Hast du gesehen, beim einen ist das Make-up abgegangen. Achso, man darf nur während des Spiels legal töten und danach ist es illegal. RTL-Farben. Ich würde mal sagen, dieser Film ist auch über RTL-Niveau größtenteils. Ja, der ist auch über RTL-Niveau. Wieso hängt der Direktor gekreuzt in der Turnhalle? Er ist ja nicht gekreuzt, er ist nur aufgehängt. Aber... Wo ist denn unser Wunderkind? Im Knast. Warum denn? Weil er seinen Vater umgebracht hat? Aber es ist doch schon lange her. Schätze ich mal. Sieht der schon wieder anders aus? Nee, ich glaube noch ist er selber. Ach, er hat seine Meinung noch nicht geändert. The humans are dead. Ja, er hat sich in die Hose gemacht. Ja, da brauchst du nicht zeigen, das ist ziemlich... Das ist dasselbe Bild wie beim Anfang, oder? Nee, ich glaube nicht. Ähnlich. First they're gonna eat you. And then they got me. Oh my god. Er ist grässlich entstellt, aber sieht immer so aus. Du wusstest nicht, dass die Zombies gewalttätig sind. Och. Du wiederholst dich. Lass den armen Mann seine letzten Worte sagen, Mensch. Aber er hat zweimal seine letzten Worte gesagt, das macht keinen Sinn. Ja, er wollte halt das klarstellen. Außerdem lebt er noch. Nee, jetzt ist er doch tot. Applaus, Applaus, Applaus. Das wir nicht
schuldig daran, dass es die hier hingerafft hat? Ihr seid gemeine Mörder! Wir haben nur gegen sie gespielt, aber die haben sich etwas übernommen. Und auf einmal sind sie tot umgefallen. Und haben sich selbst zerstückelt. Es war ein faires Spiel. Na? Stimmt doch, Schiedsrichter. Ja, das stimmt. Die sind so skurril. Ja. Was anderes fällt mir noch so oft nicht ein. Es gibt kein passendes Wort dafür, oder? Außer skurril. Es ging alles mit rechten Dingen zu. Immer schön ruhig bleiben, verwendet er die Rechte. Wenn wir falsch gespielt hätten, wären wir disqualifiziert worden. Man hätte uns ausgewechselt und wir hätten das Spiel verloren. Ich verstehe, dass Sie nicht drauf sind. Kommen Sie, Sie hätten stärkere Spieler schicken müssen. Für uns war das auch nicht schön. Wir wollen alle Rache. Ja, stimmt. Als Direktor habe ich eine Verantwortung. Ich muss jeden einzelnen meiner Spieler schützen. Versagt. You failed. Wir geben das Spiel auf. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ich habe gesagt, dass wir aufgeben. Wird nicht akzeptiert. Das war ja auch klar. Also dann... Ja, er schützt sie ja sehr gut. Er war ja auch aufgehangen. Wie geht weiter? Haben die schon lange verloren? Es sind noch Spieler, da schauen wir da. Aber alle anderen sind tot. Ja, aber der Schiedsrichter akzeptiert kein Aufgeben. Und er ist auch bestochen. Nein. Oder eingeschüchtert. Oh, ich habe gestern ein tolles Kommentar zu Jumbies in Stopmodel gelesen. Eigentlich ist es wie Takeshis Castle. Nur ernst gemeint. Japanischer Pathos ist schon toll, oder? Jetzt machst du auch schon diese Geste mit der Brille. Ja. Zeitlupe. Oder gehen sie einfach nur langsam? Ich glaube, die gehen einfach nur langsam. Fasst ja an den Bauch. Die Wampe sieht in Zeitlupe gut aus. Ich fasse mir an die Brille, weil ich keine andere Geste habe, um mich charakterlich zu definieren. Ist ja zögerlich hier. Er ist nicht Shenlong. Okay, vielleicht ist er doch Shenlong. Beste Halloween-Kostüm ever. Ja, anscheinend den Pfeil durch den Kopf, einfach ein Baseballschläger durch den Kopf. Spielt er jetzt alleine gegen alle? Weiß ich gar nicht mehr. Geht ja nicht anders, alle anderen sind ja tot. Ah, nicht ganz. Zombies? Nein. Halbtot und willensstark? Ich finde das auch schön, wie die da an der Wand hängen. Vor allem 1, 2, 3 nummeriert. Japanischer Humor ist schon toll. Die haben auf Details geachtet. Ja.
Sie haben ihn offensichtlich impaled. Seit wann waren die Freunde? Was hat er denn im Gesicht? Nägel? Oh, eine Zeitbombe! Ultimate Power Slide. Wait, what just happened? Random. Das ist wieder in der Vergangenheit. Das erkennt man an der Farbe, weil es immer, wenn es rotstichig ist, ist es Vergangenheit. Ah, das ist das Jenseits, Entschuldigung. Ach, das ist das Jenseits. Oh, Vater. Geh zurück. Und wirf den magischen Ball. Magischen Ball. Warte mal, Vater. Es ist doch zufällig passiert. Geh sofort zurück. Aber ich habe geschworen, nie mehr zu werden. Der Typ mit der Brille wurde gerade zu Pinhead. Ja. Mit über ihn geredet, als wäre er ein Gott. Die Menschen brauchen deine Zuneigung. Vater, warte! Bitte, Vater! Ich kann es gar nicht mehr, Vater! Er hat sein Fahrradwerkzeug liegen lassen. Du kannst es! Und vergiss es niemals! Ich will dem Fahrrad hinterherlaufen, so schnell fährt er nicht. Voll in den Torbli. Evil Dead. Das war eine Evil Dead-Spielung. Und das ist der Macho Man. Schon eine Leistung. Was? Herr Direktor, Juba ist hier. Möchte Sie sprechen? Nicht, dass er gerade tot war oder so. Man ist immer noch tot, oder? Herr Direktor, Juba ist hier. Er lebt noch und möchte mit Ihnen reden. Leute, er ist tot. Or not? Hab ich doch schon mal gehört. Herr Direktor, lassen Sie sich nicht so gehen. Das mach schon. Zeig es Ihnen. Ja. Da steht, die Gedo Heil gewinnt. Demnächst bei den Majors? Herr Direktor, wollen Sie alles hinschmeißen? Ich habe das Gefühl, Japaner haben auch Hang dazu, einfach Leute sterben zu lassen und dann wieder leben zu lassen, oder? Ist auch bei bei Battle Royale auch so. Echt? Mit dem Lehrer? Mit den Keksen? Naja. Weil er erst die Kekse aufessen müssen, weil die Keksdose metaphorisch für sein Leben steigt. Ja. Das ist War. Baseball ist Krieg. Ja. Wussten wir das nicht alle schon? Gibt es wohl auch Battlefield Golf? Nee, es gibt aber Shaolin Soccer. Shaolin Soccer? Oh. Ja, das ist auch ziemlich geil. Das müsste ich sehen. Ich will doch mal die Tokyo Gopolis Trilogie sehen. Das sind drei Filme jetzt. Aber Tokyo Gopolis ist, glaube ich, der zweite. Und dann gibt es noch zwei andere. Das war eine sehr leidenschaftliche Art. Ansprache, deswegen hat er sich jetzt wieder gefangen. War es nicht? Doch! Nee! Ich dachte, das ist ein Wurf. Könnte man den MacGuffin auflösen?
Mutter. Und er hat keine Nägel mehr im Gesicht. Ja gut, aber die anderen waren auch fest zusammengepflegt. Ja, aber das ist deine Mutter. Ja, vielleicht. Sie würde ich auch ein Leben lang in einen Käfig speichern, wenn es nicht so teuer wäre. Gerade Missgeburt genannt? Alles klar? Jetzt sitzt in meinem Käfig, was soll da klar sein? Hammer Time! Du. Kung Fu Mutter. Ja, und jetzt drauf. Noch nicht. Oh doch. Sie kriegt ihn durch die Wand. Warum müssen Japaner vor dem Kampf immer so posen? Wow! Das ist ein Kampf. Das kann meine Mutter übrigens auch. Das würde ich dir zutrauen. Wie schön auch, dass der Stuntman gerade oder Choreograf oder was auch immer. Andere Beine hatte. Und ungefähr halb so breit war. Ja. Aber es ist egal. Wow, der hat sich cool hochgefedert. Ja. Ja, das geht. Hat er gerade die Wand vor ihr auferstehen lassen? Hammer Time! Ist das eine Mario-Anspielung? Ich glaube ja. Wie hieß immer das Viech? Jumpman damals, Stimmt. Ja, das Viech mit dem Hammer auf jeden Fall. Ja, ja, das war ja Mario, das war ja hier. Was? Ja, der Käfig war die ganze Zeit offen. Und hat einen Baseballschläger aus sich selbst erschaffen. Und die Mutter in die Wand geschlagen. Du hast recht. Immerhin ist ja deine Mutter. Du hast mich geschlagen, Junge. Treat your mother right. Du bist nicht schlecht. Danke gleichfalls. Aber eins muss ich Sie noch fragen. Warum hassen Sie das Baseballspiel? Jetzt kommt der Twist. Noch ein Twist? Du musst doch nicht alles wissen. Also hör zu, es gab einen tragischen Unfall. Vor langer Zeit war ich mit meinem geliebten Mann zusammen. Er hieß Hiroshi und wir waren sehr glücklich. Wir hatten zwei Söhne und der eine, der ältere, liebte Dave. Komprende. Es war wunderbar. Hiroshi hat mit ihm gespielt. Moment, Hiroshi? Unseres Sohnes hat ihn versehentlich getötet. Mein Junge war traumatisiert und ist fortgelaufen. Nein. Er und seitdem hasse ich Baseball. Er hat unser Leben zerstört. Family Connection. Ja. Yes. Absolut identisch. Großartiger Twist. Ja,
Gruppenkuscheln. Treat your mother right. Ja, es ist eine Familie. An dieser Stelle muss man einfach mal den Popsong von Mr. T verlinken, wie man seine Mutter richtig behandeln sollte. Ja, er hatte unter seinem Kimono. Wo kommen aber die klatschenden Leute her? Voll die. Guck mal, ey, Rollschläge. Oh, es geht los. Moment. Das ist Training. Ach, das Training. Tötet der wieder irgendwie? Ja. Rotblende setzt da hin. Läuft gerade. Ist das die alte Mutter mit neben der neuen Mutter? Neben der jungen Mutter? Voller Freude drehte sich der Junge wieder und wieder. Er drehte sich und warf. Schön, dass die Mutter im Laufe der Zeit ungefähr einen halben Meter geschrumpft ist. Der Ball gewann an Geschwindigkeit. Er flog auf seinen Vater zu. An dieser Stelle nochmal, schaut diesen Film, es ist wirklich eine gut investierte knappe Stunde. Dreh dich. Ich finde es auch. Der Super Tornado Wurf. Ich hab mich gerade fast. Moment. Super, super Tornado, bitte. He's alive? Jetzt frag mal, wer das ist. Er ist es. Nur er ist kleiner, fetter und hat ein anderes Gesicht. Er wurde wiedergeboren. Bin ich immer noch der, den ihr erkannt habt. Ja. Es gibt da eine Rechnung, die immer noch nicht beglichen ist. Es wird Zeit, dass wir den Lumpen von Guido zeigen, dass sie am Ende sind. Ja, er wurde wiedergeboren. Weil er noch ein Baseballspiel gewinnen muss. Ja, und weil. Lass uns japanische Götter anbeten, vielleicht bringt das was. Ein Handschuh von der anderen Welt. Ja. Der Vater. Natürlich. Der Superhandschuh. Und warum wurde der Vater nur durchlöchert, wenn dieser Handschuh ihn halten kann? Ich finde diesen Patch, der da gerade auch drauf war, ziemlich geil. Du bist nicht Mufasa, du darfst nicht im Himmel erscheinen. Das ist nicht das Necronomicon, oder?
Wunsch erfüllt. Cool, Geist und Max. Explosions. I'm back. Ich habe keine Ahnung, aber der Auftritt war cool. Diese Chiller müssen auf einem traumatisiert sein, oder? Nö. Aber leben die nicht dauernd irgendwelche Massaker? Ist das eigentlich der einzige Fan von denen? Ja. Und das ist auch der einzige Schiedsrichter in Japan. Aber sie spielen doch Baseball, oder? Hast du bisher in dem Film einmal gesehen, dass da jemand Baseball spielt? In der ersten Szene, glaube ich. Echt? Doch, das war ein Training, glaube ich, aber. Er ist nicht alleine. Die Kavallerie! Und ihr seid zu fünft und vier davon sind Kanonenfutter? Ja, der eine wird ja eh immer wieder geboren und so. Ach ja, stimmt, er wird wieder geboren. Das ein Cyborg? Hört das jemals auf? Herr Oberlehrer, Sie leben auch? Ja, dank der modernen Technologie bin auch ich zurückgekommen, ganz frisch gestylt. Oberlehrer, Cyborg, Kuckucksuhr, for the win. Oh nee. Ah, Chabané. Die Mutter? Die Mutter. Bester Auftritt. Ist sie gerade mit einem Cockscooter reingeflogen. Zwei Cyborgs, zwei Frauen, drei Kanonenfutter, ein Unsterblicher. Und ein Super Tornado Freak. Ich glaube, ich hätte jetzt aber mittlerweile von dem Team doch ein bisschen Angst. Ich meine, seitdem die Mutter dabei ist. Aber die haben wir nicht dabei, oder? Ach, die kann man ja irgendwo herziehen. Ja. Wieso brennt auf einmal alles? Weil es cooler ist. Jetzt ist mir schon klar, aber. Er hat auch das zweite auch verloren. Du hast ja hinterher nochmal Scheiße gebaut oder schon vorher, keine Ahnung. Nee, da vorhin war es auch noch da. Heißt er nicht normalerweise spielt? Nein, das heißt kämpft. Kein Ohrenfutter? Hat er eine Kugelzigarette an? Cybernetic Organism. Was? Es werden Punkte vergeben? Scheinbar. Ja, ist cool, das Eis. Schön, dass der Schiri mitspielt. Ich glaube, das ist auch noch ein Kind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht so aus. Das die Mutter hat den Hammer. Sie hat den Hammer. Dö. Sie kämpfen Seite an Seite. Der Hammer.
seine Puppe. Der Oberlehrer ist echt auch ganz cool. Scheinbar bringt es nicht so viel, ein Cyborg zu sein. Nein, er ist auch eher eine Kuckucksuhr. Vielleicht sollte ich mal aufhören, in Slow-Mo zu laufen. Der Cyborg kann was. Ja. Er war schon vorher cool. Oh nein, die Cheerleaderin. Und der Effekt mit dem aufklappenden Brustkorb ist auch langsam ein bisschen. Was ist eigentlich mit dem los? Das ist halt ein cooler Fan, der ist ja eingefleischt. Und darüber ist er von Double Dropkick! Ja, ja. Was ist passiert? Fehlt da was? Ja. Unentschieden. So ein Quatsch. Nein, das gefällt mir nicht. Ich werde dich auf der Stelle töten. Im Namen aller Baseballspieler, im Namen aller, die diesen Sport lieben, töte ich dich. Also dann. Wo ziehen die mal ihre Waffen her? Hinterm Rücken. Da ist ein schwarzes Loch oder so. Das ist halt einfach so. Das wird ein lustiges Intro. Dazu musst du deine Rückennummer wissen, um. Ja. Ja. Naja, du stehst noch. Gut, aber erst der Reporter, der irgendwann sagen muss, es begab sich zu einer Zeit, als zwei Legenden aufeinander trafen. Ja. Reißen das Herz raus. Aber ich mag das hinterm Rücken herziehen irgendwie. Hm? Ich mag das hinterm Rücken herziehen irgendwie. Mhm. Das hat so was Comicartiges, ne? Tja. Junge, beim dritten Mal ist einmal definitiv zu viel. Fang ihn auf, er fliegt. Ob das was bringt? Was war das denn? Wenn du jetzt wieder slidest, ne? Geil, was passiert da? War der Kampf merkwürdig? Ja, irgendwie ist der ganze Film merkwürdig. Aber gut. Warum ist nicht überhaupt ein Cowboy? Keine Ahnung. Warum ist das lustig? Ich weiß es nicht. Weil das so absolut gegen jede Konvention ja und sowas ist. Es dauert einfach lange, das ist, glaube ich, das Lustige.
Hat ein bisschen was von Monty Python, ne? Wie ja. Die so in Ritter der Kuxens auf Schloss zu rennen. Stimmt. Ritter der Kuxens muss ich aber auch wieder gucken. Ja. Hättet ihr, wir sind die Ritter, die immer nie sagen. Nie. Und Pixel, das glaube ich, ich spuck dir ins Gesicht und blende dich. Den Schläger hätte Arnie, glaube ich, gerne gehabt. Ja, er hat eine Spritze. Ja. Mit Säure. Das ist die allerneueste Waffe der Gedo. Ein vergifteter Schläger, mein Freund. Ein vergifteter Schläger. Der ist geladen mit Gift. Mit was auch sonst, wenn der Gift Säuregift. Also eigentlich ist es Kräuterschnaps. Wie geil er einfach der Schauspieler. Ein bisschen aufacted, aber trotzdem irgendwie. Es passt zu der Rolle. Wo ist das Happy End? Was? Wo ist das Happy End? Ich dachte, dass der Film Happy End hat. Warum denn nicht? Ja, der war unter dem Hemd. Das hat keiner gemerkt. Er hat gerade... Nein, er hat... Ja, der hat die Spritze in den Rektal eingeführt bekommen. Also hat er einen giftigen Säureeinlauf verpasst. Unter einem Hemd, was... Ja, letzte Worte, bla 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 bla. So viel zu 100 Jahre. So ein mächtiger Junge ist. Stell dir vor, ein Greenscreen? Meinem. Der Baseballschläger ist jetzt irgendwie ein bisschen falsch, oder? Ja, er ist jetzt eher so, Ja, er hätte ihn gerade weggeworfen. Wo hat er den schon wieder her? Tja. Bam. Er musste also erst wütend werden, um ihn richtig fertig machen zu können. Ja, das ist wie bei Saiyajins. Oh. Und Saiyajins werden auch stärker, wenn sie nach dem Tod sind. Nee, ich glaube nur... Achso, nach dem Tod. Nee, ich weiß, wenn sie kurz am Tod sind. Also wenn sie kurz ja, wenn sie wütend sind, dann ist es aber nur bei Halb-Saiyajins so. Weil das stimmt. War diese menschliche... Stimmt, das war die menschliche Gene. Ja. Und wenn sie kurz vorm Tod sind, werden die, glaube ich, danach exponentiell stärker. Ganz nette Botschaft. Mhm. Warum guckt er eigentlich in die Kamera? Einfach nur so. So ein bisschen vierte Wand brechen und so. Siehst du? Luft. Die Macht ist stark in ihm. Also du sitzt uns auch um. Warum liest er da? Wir wetten um sein Leben. Ohne ihn sind wir gar nichts. Er hat euch doch wie Scheiße behandelt. Schon vergessen. Er ist es nicht wert, dass sich irgendjemand für ihn einsetzt. Er ist ein Unmensch. Ist uns egal. Wir
Skurril, skurril, skurril. Der links daneben wird auch gerne was sagen, du hast leider geknebelt. Ja. Arm Zombie. Baseballspieler. Er hat irgendwie Probleme mit seinen Haaren, oder? Nein. Wieso wechselt die Farbe dauernd? Wenn jetzt alles glücklich ist. Achso. Jetzt sind sie im Happy Happy Joy Joy Land. Ja. Applaudierende Menschen. Ja, sicher. Wie die aus dem aufkommen. Die sind aus dem Boden auferstanden. Cool, hast du das gesehen? Die Puppe klatscht. Er hat jetzt auch kein Kinn mehr. Das Kind war nicht böse. Das Kind war böse. Er ist ein freundlicher Asiate? Da hast du da explodiert im Kopf. Woher kam der Kopfschuss? Von der Maschinenpistolen-Mumie. Cyborg-Mumie, Entschuldigung. Gorilla Cyborg. Ja, er ist zu cool, um getroffen zu werden. Die Off-Klatscher, nein! Es könnte aber auch ein Naruto-Charakter sein, finde ich. Ja, stimmt. Fällt ohne die MGs. Ja. Aber ansonsten ja. So verrückt und. Gab's nicht auch diesen einen Charakter aus dem. Keine Ahnung, ich hab Naruto nie so verfolgt. Ach so. Weil ich irgendwann gelesen habe, dass die so stark in Deutschland geschnitten sind. Dass ich mir nicht angucken wollte. Ja, der Anime glaube ich schon, aber nicht Dings. Nicht der Manga. Oh, ich backflippe. Nein, er hat eben soeben die Haut vor den Knochen gefetzt. Das war der Pokémon-Gedenk-Shot. Der hat ihn gerade Kamehameha mit Luft. Was hat er getan, ey? Ja. Gehäutet. Und ausgeweidet. Ja. Mit einem Luftstoß. Auch der Schiedsrichter hat Familie. Der Film hat jetzt in den letzten 20 Minuten oder 30 doch echt Fahrt gekriegt, ne? Ja. Und vor allem ist er tiefgründiger, als ich gedacht hätte. Ich meine, es ist noch so ein bisschen. Ich meine, er hat ja schon eine Message, nur es ist alles in Baseball verpackt. Ja. Ja, seine Tränen haben, glaube ich, auch heilende Wirkung. Ich sage ja, er ist Gott. Es regnet. Der Oberlehrer.
Vielleicht ist es ja auch die Geburtsgeschichte von Kim Jong-il. Das kann sein. Und er erweckte Menschen zum Leben. Ja. Wusstest du das nicht, wenn du der beste Baseballspieler der Welt wirst, dann haben deine Tränen heilende Wirkung. Achso, das hat mich Chuck Norris auch gemacht. Und dann bist du nordkoreanischer Diktator. Ja. Ich hab mal gehört, dass die beiden größten Pornosammlungen der Welt einmal Erich Honecker und einmal Kim Jong-il hatten. Echt? Ja. Hab ich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Seine Tränen heilen also Menschen. Ohne und machen die jetzt also Instant Frühling. Instant Frühling. Instant Frühling. Er muss es ja nicht mal berühren oder so. Es ist einfach. Ja. Du hast da eine Schusswunde im Kopf. Das eigentlich ist das nur ein Klecks. Das sieht nicht gut aus. Das kann man wegwischen, pass auf. Man kann das Blut wegwischen, sehr geil. Ja, gut, Blut kannst du eh. Ja, aber es ist halt, man kann einfach die Wunde erasen. Und das war eine Träne. Was macht. Oh Gott, was tut er, wenn er wirklich weint? Ja. Ich glaube, dann gehen wir direkt aus der Welt ins Glücksbärchenland über, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach ja, die Glücksbärchis. Namaste. Hat er gerade so die Kinder ja, der hat Kinder weggeschmissen. Hat deine Kinder wirklich in den Boden geworfen. Ja, auf einmal sind ja auch alle Leute weg. Jetzt sind sie wieder. Nein, die kommen mal von rechts angerannt, aus dem Off. Und klatschen. Ja. Die sind immer da, wo die Kamera gerade nicht ist. Hooray, hooray, hooray. Nicht ganz nett. Ja. Aber sie wussten nicht, dass dieser Mann, der das Spiel angesehen hatte, vor 10 Minuten gestorben war. Er starb an Alkoholvergiftung. Sein Name war Taitsu Nakamura. Um seinen Hund Fino wird sich nun die ganze Schule kümmern. Er soll das Maskottchen für alle sein. Sein Herrchen wäre stolz auf ihn. Wieso haben die Tränen die Instant-Fröhlichkeit verschaffen, den Alkoholkranken vor den Toten auferweckt? Wahrscheinlich, weil Alkohol einfach böse ist. Achso, das heißt, wenn du an Alkoholvergiftung stirbst, kannst du nicht durch magische Baseball-Tränen zum Leben erweckt werden. Ja, genau. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist nun mal so. Das war ja ein eigenverschuldeter Tod. Achso, ja gut, das kann sein. Das heißt, wenn du... Wenn du ein böser Mensch bist, bei Dajuman, der ist ja auch nicht wieder auferstanden. Das stimmt, also wenn du dich selbstverschulden nicht umbringst oder böse bist, dann kommst du nicht ins Glücksbärchenland. Und wenn du einfach unschuldig gestorben bist, dann kommst du irgendwann ins Glücksbärchenland. Ja, scheinbar. Das ist doch ein schönes Fazit, oder? Mhm. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt noch dran seid, oder Zuhörer besser gesagt, das ist ja ein Podcast, ja. Idiot. Das war unser zweiter Let's Watch, wie man es so schön nennt. Nennen wir auf jeden Fall einfach so. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich nicht mehr so trashig, aber hoffentlich etwas unterhaltsamer. Das war's von uns und bis in die Tage. Adieu. Jo.